Max Kiefer, von der US Open in die deutsche Golfliga. Wie war es denn heute im Frankfurter Golfclub? Ja, hat viel Spaß gemacht, heute zu spielen. Wir haben halt auf der Tour jede Woche 72 Loch Zeltspiel Einzel. Von daher ist es mal schön, ein Team-Event zu spielen. Und gerade der Vierer als Abwechslung hat viel Spaß gemacht heute. Und ja, klar, für meine alten Freunde aus Hubbelrad zu spielen, schön, dass sich das jetzt ergeben hat. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und auch ein Dank an den Golfclub Flesensee, der mich ja auch unterstützt seit 3 Jahren. Dass sie mir dann erlauben, hier für meine alte Heimat mitzuspielen. Die Kramski Deutsche Golfliga gibt es jetzt in der zweiten Saison. Wie findest du die? Ich denke, es ist gut für die Spieler, dass sie sich viele Chancen haben zu messen unter dem Jahr. Man wird einfach besser, wenn man halt immer viele Turniere spielt, sich vergleicht mit den anderen. Es war sehr freundschaftlich hier alles, aber man will natürlich gut spielen und dann pusht man sich gegenseitig ein bisschen hoch und dann kommen dann langfristig mehr gute Spieler hoffentlich bald nach. Dein Auftritt in der deutschen Golfliga, war das ein einmaliger Ausrutsch oder gibt es da eine Fortsetzung? Marienburg werde ich wahrscheinlich mitspielen, den letzten Spieltag. Zum Final Four weiß ich nicht, das ist sehr voll der Terminkalender. Ich hätte sehr viel Lust gerade aufs Final Four, das Matchplay. Matchplay vermisst man halt auch, gerade die Bundesliga früher. Das ist immer ein Event, was sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich freue mich erstmal dann auch nochmal in Marienburg mitzuspielen zu können mit den Jungs. Macht einfach viel Spaß, viel Laune, ein bisschen eine Abwechslung vom Touralltag. Und Hubbelrad ist Titelverteidiger. Was wird denn in diesem Jahr? Ja, ich denke, es wird spannend, so wie letztes Jahr auch. Ich glaube, Frankfurt hier im Norden und dann, ich denke, St. Leon und Mannheim im Süden. Das sind auf jeden Fall 4 Teams, die alle, denke ich, an einem guten Wochenende den Titel holen können. Und von daher, denke ich, ist es halt auch ganz gut, wenn man die Liga gewinnt, in eine gute Ausgangsposition kommt. Aber dann wird es sicher ein spannendes Wochenende dann beim Final Four. Wie sehen denn deine Saisonhöhepunkte noch aus? Was hast du denn noch vorgenommen auf der European Tour? Erstmal die Karte jetzt absichern. Ich werde jetzt auch Russland spielen nächste Woche. Ist zwar nicht so hoch dotiert, aber ich werde jetzt erstmal die Karte absichern. Und dann, wenn möglich, war mein Ziel Top 60. Und da bin ich jetzt, da müssen noch ein paar ganz gute Turniere kommen. Es kommen auch noch ein paar große Turniere. Schweiz freue ich mich, Omega Masters, schönes Turnier letztes Jahr gewesen, habe ich ganz gut gespielt. Ich denke, Italien, der Platz liegt mir gut. Und dann noch Dunhill als Highlight Ende des Jahres, was ja auch ein ganz spezielles Turnier ist, was auch ein bisschen anders ist, das Programm vom Mod auf 3 verschiedenen Plätzen. Also sind noch ein paar Highlights dabei und dann hoffe ich, dass ich dann gut in Form komme für den Schlusssport des Jahres. Und ein Highlight ist sicherlich der Ryder Cup. Wir sind im Ryder Cup-Jahr und der Ryder Cup soll ja auch irgendwann mal in Deutschland stattfinden. Wie siehst du das Ganze? Wie verfolgst du das? Ja, den Ryder Cup werde ich natürlich verfolgen, ganz klar. Das ist, glaube ich, das größte Ereignis, was wir im Golfsport haben. Weil es auch wieder gesagt wird, was anderes ist, weil es ja wieder so ein Team-Event ist und weil das Matchplay auch unglaublich spannend ist. Und ich werde es auf jeden Fall verfolgen und wenn der Ryder Cup irgendwann in Deutschland kommt, denke ich, wäre es toll für den deutschen Golfsport. Und dann, wenn man als Deutscher ist, natürlich mein langfristiges Ziel, egal ob jetzt in Deutschland irgendwann ist oder nicht, mein langfristiges Ziel ist, irgendwann da mal dabei zu sein, da mitzuspielen. Die Damen, die sind einen Schritt weiter. Da findet der Solheim Cup im nächsten Jahr in St. Leon Roth statt. Inwieweit verfolgst du das? Mit wie viel Sympathie und vor allem, was kann das bringen für das deutsche Golf? Ich verfolge die Caro Masson natürlich. Wir stehen immer regelmäßig in Kontakt eigentlich, weil wir uns auch gut kennen von Düsseldorf, von Hubbelrad. Sie spielt super. Ich hoffe, dass es wär gut fürs deutsche Golf, wenn dann auch eine Deutsche dabei ist, Caro oder Sandra nächstes Jahr. Und dann, ich denke, was St. Leon Roth auf die Beine stellt, wird einmalig. Und ja, vielleicht ist das dann ein gutes Aushängeschild, dann irgendwann den Ryder Cup immer zu kriegen. Und was dann zum ersten Mal auch wieder sein wird, ein Jahr später, Olympia in Rio. Golf. Inwieweit schaust du dahin? Inwieweit hast du das im Blick? Das ist natürlich ein Ziel, ganz klar. Ich glaube, als Sportler bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, ist eines der größten Sachen, die es gibt. Und da freue ich mich, dass jetzt der Golfsport wieder dabei ist in 2 Jahren. Ob es jetzt in 2 Jahren schon reicht, muss man abwarten. Ich meine, es ist zwar so ein Fernziel, was man hat, aber man kann halt im Endeffekt nur auf den Platz rausgehen und probieren, sein Bestes Golf zu spielen. Und dann Step by Step und dann würde ich das von selbst erledigen. Aber ich hoffe schon, dass ich irgendwann in meiner Karriere dann auch mal zu den 2 besten Deutschen gehöre, die da dann die deutschen Farben vertreten können bei den Olympischen Spielen. Schönes Schlusswort. Wir drücken die Daumen. Danke, Max. Vielen Dank. Oh.